Heute habe ich leider keinen Keks für dich. Das heißt, die ganzen Mandelkekse waren direkt nach dem Fotografieren weg. Ich kann dir leider keine präsentieren, aber du wirst die Bilder im Anhang von Axel noch sehen. Wenn du Fragen zu den Bildern hast, wie immer, Axels Link findest du im Anhang vom Video. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Video von unseren Mandelkeksen, die glutenfrei sind. Also, bis dann. Die Zutaten für unsere glutenfreien Mandelhörnchen sind Marzipan. Marzipan besteht ja aus Mandeln und Puderzucker. Mehr ist da ja nicht drin. Puderzucker an sich, etwas Stärke, ein Eigelb, gehobelte Mandeln für außenrum, etwas Rumaroma. Wer mag, kann auch gerne Rosenwasser dazu nehmen. Nicht Rumaroma, wir haben Bittermandelaroma. Quatsch. Wir werden damit starten, dass wir das Marzipan zusammen mit dem Puderzucker und der Stärke zu einer Masse verarbeiten und dann das Ei unterheben. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Wir starten also, indem wir hergehen. Ich mache es mal weiter in die Mitte. Bröseln unser Marzipan, das wirklich sehr, sehr schön weich ist, hinein. Geben unsere Stärke mit hinzu. Etwas Puderzucker. Und versuchen das langsam zu einer Masse zu verarbeiten. Wenn ihr ungefähr die Hälfte des Puderzuckers eingearbeitet habt, ihr seht, es dauert ein bisschen, aber das geht richtig gut, wenn der Teig, also das Marzipan schön weich ist, gebt ihr euer Eiweiß mit hinzu. Könnt auch schon ein paar Tropfen Aroma mit dazu geben. Das genaue Rezept findet ihr wie immer bei mir auf dem Blog. Und arbeitet nun den restlichen Puderzucker hier mit ein. So, unsere Hörnchenmasse ist nun fertig. Wir nehmen jetzt ein bisschen glutenfreies Mehl oder Stärke, wie ihr möchtet, und rollen das hier auf dem Tisch aus. Machen es zu schönen Rollen und wälzen die dann in unseren Mandelblättchen. Nur so viel Mehl, wie es wirklich unbedingt sein muss. Je weniger, je besser. Ihr könnt es auch versuchen, zwischen zwei Glassichtrollen auszurollen. Wie ihr seht, es geht sehr, sehr leicht. Ihr rollt euch ein Stück Backpapier aus, schneidet eure Hörnchen in die Größe, die ihr haben möchtet. Ich lege mir einmal eins neben dran, dass sie ungefähr immer so richtig gleichmäßig sind. So, ihr habt eure Hörnchen abgeschnitten, bestreicht die nochmal mit ein bisschen Eiweiß, wälzt die jetzt in Mandelblättchen. Und legt sie gleich in Form aufs Backpapier. Den Backofen habt ihr in der Zwischenzeit schon auf 180 Grad, wie gesagt, vorgeheizt. Und so machen wir das jetzt mit allen, sprich abpinseln. Ringsum, damit auch alles, was abbekommt an Mandeln, in die Mandeln hinein. Und rauf aufs Papier. Das Ganze kommt dann in den Backofen für circa 10 bis 20, 15 Minuten. Das waren unsere Mandelkekse. Sie sind glutenfrei, wie gesagt, ihr habt kein großartig Mehl mit drin. Das Rezept findest du auf Anders Backen. Bei mir leider nicht. Meine sind schon verputzt. Die mussten leider schon dran glauben, als die Fotos gemacht worden sind. Aber du kannst sie ja gerne nachbacken. Ich wünsche dir viel Spaß. Deine Silke von Anders Backen.